Hi Leute, wir machen jetzt weiter beim Aufstieg und wollen einen perfekten Sieg versuchen. Wir spielen heute leider alleine. Darius ist jetzt offline gegangen, er will was kochen. Ich hoffe, er macht was Leckeres. Irgendwas Eiweißhaltiges hat er gemeint, will er machen. Ich würde mir ein leckeres Spiegelei oder Omelette oder sowas kochen. Oh, so geil, hätte ich jetzt echt Lust drauf. Vielleicht mache ich das später auch noch. So, ich darf einmal nicht bannen. Ich glaube, ich hatte erst zwei Spiele, von dem das ist 8 und ich hatte erst zwei Spiele, in denen ich nicht bannen durfte. Das ist echt krass. Bisher habe ich auch wirklich jedes Spiel aufgenommen. Aber ich denke, wenn ich genug habe, dann werde ich das Aufnehmen sein lassen und so privat noch weiterspielen. Sollte ich den perfekten Sieg noch nicht haben. Wenn ich den perfekten Sieg in den Aufnahmen noch kriege, dann lasse ich den Modus einfach. Spiele ich lieber Rank, ganz ehrlich. So, LeBlanc und Yasuo wurden gebannt. Amumu? Wen bannen wir? Vom Pigeur de Bombe oder irgendwie so heißt er. Könnte Franzose sein. Blödes Ding da. So, Ryze wurde gebannt. Und wir haben die Katharina gebannt. Wen bannen wir jetzt noch? Wen bannen wir? Yi soll gebannt werden. Es wurde Akali gebannt. So, und wen nehmen wir jetzt? Wir werden unsere Orianna. Ja, nehmen wir Orianna. Das wird ein Spaß. AP Fernkampf mit Blitz und Heilen. So. Er wollte Yi selbst nehmen und deswegen hat er ihn nicht gebannt. So. Die Orianna hat jetzt auch einen neuen Splash bekommen, neuen Skin. Und ich finde, der sieht echt cool aus. Aber der alte hat mir auch sehr gefallen. Also find beide toll. So, wenn ich jetzt wüsste, was Dommage ist, vielleicht heißt es Schaden oder so. Was? Ach, so heißt der Spieler. Take Tanky. An Olaf hat er genommen. Okay. Dann startet das Spiel. So, bei den Gegnern, oder vielleicht stelle ich erstmal mal unser Team vor. Wir haben Master Yi, normaler Schaden, Talon, normaler Schaden, wir als Orianna, magischer Schaden, Olaf, normaler Schaden und Lux, magischer Schaden. Bei den Gegnern haben wir Xin Zhao, normaler Schaden, Weihnachts, Gragas, magischer Schaden, Lee Sin, normaler Schaden, Zix, magischer Schaden und dieser Dewey, oder wie man auch immer man das ausspricht, hat keine Verbindung. Ich weiß weder, wen er nimmt. Noch auf welchen Schaden er gehen wird, aber ich könnte raten, dass er zum Beispiel auf normalen Schaden geht. Ja, es sind schon alle auf 100% außer Zix. Und wie sieht's mit diesem Dewey aus? Kommt denn noch? Zix ist gleich fertig. Ich glaube ja, oder ich habe die Vermutung, dass wenn alle fertig sind mit dem Laden, oder dass dann nur noch 30 Sekunden abläuft und wenn er bis dahin keine Verbindung hat, dann startet das Spiel einfach irgendwie so. Beziehungsweise, wenn noch nicht alle Spieler fertig geladen haben, dann startet das Spiel, ich glaube, nach 5 Minuten Ladezeit oder sowas automatisch. Auch ohne die, die noch nicht fertig geladen haben. Das ist meine Vermutung. Oder vielleicht 3 Minuten, ich habe keine Ahnung. Denn ich hatte schon öfter Spiele, die haben gestartet und dass welche noch nicht im Laden fertig waren, da kam dann plötzlich die Meldung, ist zurück im Spiel oder sowas, ohne dass die Meldung kam, sie haben verlassen. Okay, der ist wirklich weg. So, ich will nicht empfohlen, ich will AP Fernkampf. So. Mana ist vorhanden. Der Kampf beginnt in 30 Sekunden. All Bot Fox Seraph. Haben wir das echt? Wenn sich einer...
think that's... Naja, egal. Ich glaube nicht, dass es eine gute Idee ist. Wir machen es einfach mal. So. Der Olaf war ein bisschen langsam, aber er ist hin. So, wir wollen also den Xerath rushen. Ey, wir machen das wirklich. So, wir greifen einfach mal Gragas an. Das ist sehr aufregend. So, ich werde mal den Schutz ein bisschen skillen. Okay, weil wir haben da oben rechts noch was. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch verteidigen, dass wir hatten es bei uns, die Lux. Die Lux, die geht da alleine rum. Das ist sehr aufregend. Lux, was machst du eigentlich für Blödsinn? Wir gehen auf Gragas. Ich glaube, das ist das Beste. Oh, ich hab kein Mana mehr. Ich hab kein Mana mehr! Ich brauche ein Plus, ich brauche ein Plus. Ich habe ein Plus. So, mal sehen. Aha. Okay, da kommt Olaf und Lux, die helfen mir. Dies ist ein schönes Spiel. Okay, jetzt nehme ich aber endlich ein. So, es sind zwei tot. Vielleicht sollten wir den aufgestiegenen. Wir haben ihn mindestens einmal bekommen. Wir müssen jetzt eigentlich nicht mehr den aufgestiegenen holen, sondern einfach nur noch verhindern, dass die Gegner den kriegen. Okay, sie wollen ihn jetzt machen. Ich hoffe, das haut auch hin. Oh oh. Ja, hier hat ihn bekommen. Ich habe meine Ulti noch dafür geopfert. So, ich gehe mal nach unten. Also ich bleibe jetzt einfach nur noch beim Yi. Oder zumindest versuche ich das, um ihn zu schützen, damit ihn AFK. Das stimmt, Six und Twisted Fate sind... Ah, Twisted Fate, AP oder AD hätte er gehen können. Ja, aber vielleicht wird das ja dann auch einmal der perfekte Sieg. Ja, wohl perfekt ist er nicht unbedingt, aber eindeutig zumindest. Don't take Seraph, I like this skin. Nein, jetzt geht er echt da lang. Ich brauche einen Plus. Motivierend. Aber das hat bestimmt schon... Nein, das hat noch keiner. Das hol ich mir jetzt. So. Okay, der wurde bereits auseinandergenommen. Die können Xerath sowieso nicht mehr nehmen, solange Marcy aufgestiegen ist. Das heißt, wir müssen eigentlich wirklich nur Marcy verteidigen. Das war eigentlich von der Lux vorhin ein Fail, dass sie dann alleine rumgerannt ist, während wir anderen vier zusammen rumgerannt sind. Komm, den können wir jetzt. Das wird dir nicht viel helfen. So. Oh. Ich wollte doch eigentlich bei Marcy bleiben. Aber er hat. War gut, dass er. Zu uns gekommen ist. Oh, oh, wir haben es echt noch geschafft. Das war echt knapp. Yi, du lebst gefährlich. Okay, aber du lebst. Die Kugel ist ungeduldig. So, wir haben das. Da links kommt einer. Ich bleib bei Yi. Die muss ich jetzt unbedingt beschützen. Das, ich habe auch schon Beschützen voll geskillt.
So. Ah, und da holt er sich ein bisschen Leben. Heilen tut er sich auch nochmal. Das ist echt gut, dass er sich selbst heilen kann. Als Aufgestiegener ist das echt praktisch. Vor allem hier, wo man sich nicht heilen kann. Außer durch die Heilungen, die man dann zufällig mal findet. Sind jetzt alle AFK gegangen, oder? Du kriegst Beschützen drauf. So, wo rennst du rum? So, lauf mal ein bisschen schneller hier, Yi. So, ich habe genau damit gerechnet, dass der Lee Sin auf den Yi geht. Den heile ich jetzt hier nochmal ein bisschen. Ja, das ist echt scheiße mit den AFK. Ah, Zix ist zurückgekommen. Nein, Yi! Oh nein, ich! Wenn ich tot bin, kann ich ihn nicht beschützen. So. Jetzt, das hier hole ich noch schnell. Damit wir auch schneller gewinnen. Ich meine, sie haben Olaf getötet. Master Yi! Oh, nein, nein! Oh, ich lebe noch. Lebt Yi? Nein, Yi lebt nicht mehr. Das heißt, Xeras kommt bald wieder. Ah, der Twisted Fate ist immer noch AFK. Nein, das war jetzt ein Fail, aber ich habe 4000 Gold. Dafür kann ich mir jetzt was Schönes kaufen. Habe ich das noch gar nicht gekauft? Nein. So, ich hoffe nur, die machen ernsthaft nicht den Xeras. Ja, okay, sind drei tot. So, bitte mach den Xeras schnell. Ich höre sanfte Klänge. Ich glaube, sie wollen ihn gar nicht machen. Warum laufen sie? So, nur Zix ist tot. Ich geh mal eben Olaf helfen. Oh oh, zu spät. Verwüsten. Die Zeit vertickt. Tick. Der ist echt gestorben, als er auf mich zugestimmt ist. Oh oh. Nicht gut, wir dürfen nicht sterben. Nicht sterben, wenn wir sterben. Ich hole mir hier das Plus selbst. Das ist besser. Warum laufen sie? So, Zix zur Hälfte gekillt. Oh, Lee Sin ist auch noch da. Nein! Oh. Okay, nur Zix ist tot. Das ist sehr aufregend. Verlieren. Oh. Boah, ich hatte gerade echt Angst, als Lux die Ulti gemacht hat. Für einen Moment dachte ich, das wäre eine gegnerische Lux. Oh Mann. Oh, ich glaube, es sieht gut aus, aber ich hoffe, ich versau's nicht. Oh Mann, oh Mann. Ich hätte dieses Beschwörersymbol wirklich sehr, sehr gerne. Beschützen. Wir haben nur noch 75 Punkte. Und noch lebt Lux. Beschützen. Das ist
Verwüsten. Ah, komm schon. Ja, ich bin eine Waffe. Oh, Mist. Hat nicht funktioniert, egal. Gehen wir mal nach oben links. Vorsehen. Dies ist ein schönes Spiel. So, komm schon. Verwüsten, werfen. So, gekillt. Schon, die Lux lebt noch. Es sind alle tot außer Twisted Fate. Lux lebt noch, also passt das. So, ich bewege mich mal nach unten. Noch können wir das dieses eine Beschwörersymbol für den perfekten Sieg bekommen. Ich hoffe wirklich, ich will das echt haben. Das sieht so geil aus. Das ist sehr aufregend. Links ist Six, da ist. Oh. Der Schütze. Dein Junge, ich bin eine Waffe. Ey, ich hab ihn echt gekriegt mit meiner Fähigkeit. Die Kugel ist ungeduldig. So, Lux lebt auch noch. Gehen wir mal da runter. Ah ne, Six ist oben links. Okay. Motivieren. Dann gehen wir. Wir verfolgen Lux. Wir bleiben bei Lux und versuchen, sie im Leben zu erhalten. Ich habe noch gesehen, wie die Animation für meine Ulti angefangen hat. Aber sie würde nicht beendet sein, Mist. Zack. So, das dann auch. Das? Nein, Lux wurde getötet. Nein. Twisted Fate ist aber immer noch AFK. Nein, nein, nur noch Olaf lebt. So. Wir dürfen nicht es nicht zulassen, dass sie den Aufgestiegenen kriegen. Oh. Oh, oh. Oh, oh. Beschützen. Warum laufen sie? Vorsehen. Ich bin noch unverwundbar. Ich bin noch unverwundbar. Beschützen. Warum laufen sie? Oh. Doppeltötung. Verwüsten. Komm schon. Oh, oh. Komm schon. Verwüsten. Ja, wir haben ihn wieder. Okay, und uns fehlen nicht mehr viele Punkte, nur noch 31. Oh. Die Zeit tickt. So, jetzt sind es nur noch 28. Mit dem da sind es nur noch 25. Das unten, wenn wir kriegen, sind es nur noch 22. Wenn wir jeden von denen noch zwei, dreimal töten, dann würde es auch passen. Ja, aber wir kriegen das unten nicht. So, Six ist des Todes. Ich glaube, dass da unten jemand angegangen ist. Okay, das war's. 20 Punkte sind es nur noch. Ich hole mir halt mal dieses Relikt hier. Xin Zhao versucht oben links das Relikt zu erholen, aber ich... Ja, Talon konnte es verhindern. Wir haben einen weiteren Punkt bekommen. Das Relikt erhalten wir vermutlich auch. Das rechte natürlich erst. Wir werden natürlich die AFK reporten. Ich meine, Six, der ist zurückgekommen. Wir wissen nicht, was da los war. Der könnte... bei dem könnte das Spiel abgestürzt sein. Aber wir werden eindeutig Twisted Fate reporten, melden. Drehe auf. Denn der war offenbar mit Absicht AFK.
Ich höre sanfte Klänge. So, wir uns fehlen nur noch 8 Punkte. Gleich sind es nur noch 5. Ein Punkt noch. Die Zeit vertickt. So, gleich habe ich das perfekte Symbol. Ich freue mich. Außer sie töten ihn zuerst. Ah, sie waren schneller. Okay. Ja gut, was heißt hier bei Plates? Das war ein AFK. Aber ich habe noch eine neue Stufe erreicht. Oh Mann, wie geil. Ja. Ja, sorry Leute, ich habe schon wieder vergessen, die Aufnahme zu starten. Ich habe ein bisschen was geschrieben. Also, der Xinsa hat auch gemeint, es macht wieder ein 3 gegen 5, noch ein 4 5 gegen 5 Spaß. Kommt natürlich darauf an, wenn man gewinnt oder wenn man gewinnt mit dem 3 oder 4 Team, obwohl man benachteiligt ist, dann ist es echt geil. Das ist echt so geil dann. Aber wenn man verliert, ist es natürlich scheiße. Es war ein sehr knappes Spiel. Aber da waren die 5 Spieler einfach nur schlecht. Unser Massi meinte, es war ein gutes Spiel. Dessen Meinung bin ich nicht. Ich habe auch Bad Game geschrieben. Ich werde Twisted Fate reporten. Also ich reporte ihn, habe ich noch nicht getan. Das mache ich jetzt. Und habe mich natürlich für den perfekten Sieg bedankt. Den muss ich noch freischalten. Aber in der nächsten Aufnahme werde ich ihn haben. So, wir sehen uns also dann in der nächsten Aufnahme.